trage jetzt im Brawl Stars Shop den Creator-Code Lukas ein, um mich kostenlos zu supporten. Alle 7 Tage musst du den Code neu eingeben. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Freunde, heute gibt es mal wieder ein ultra krasses Video, denn wir werden uns heute anschauen, wie leben eigentlich die besten Brawl Stars Spieler der Welt privat? Also wie ist ihr Privatleben, was haben sie für Hobbys, was machen sie, wenn sie mal nicht Brawl Stars spielen? Wir haben richtig krasse Pros dabei, die alle wirklich von euch kennen, und ich zeige euch wirklich Infos, die so ziemlich niemand von euch weiß. Wir haben zum Beispiel dabei Equa, Kyra, RZM64 und so weiter. Leute, es wird auf jeden Fall ein richtig geiles Video. Lasst jetzt schon mal ein Like da und natürlich ein kostenloses Abo auf meinem Kanal. Würde mich mega freuen, Leute, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem ersten Pro rein. Let's go. Aber ganz, ganz wichtig vorher nochmal, Leute. In 2 Tagen, also diesen Samstag um 14 Uhr auf dermerch.de, kommt unser neuer Dernita Überraschungsmerch raus. Ultra geil auf jeden Fall. Der lohnt sich auf jeden Fall auch richtig, denn ihr bekommt 3 Beilagen statt einer, wie sonst eben dazu. Außerdem ist der Merch auch auf 1000 Stück limitiert. Ihr müsst also ultra schnell sein, wenn ihr was bekommen wollt. Ihr kriegt 3 zufällige Beilagen von insgesamt 5, die möglich sind. Zum einen die handsignierte Autogrammkarte. Hier muss noch Kevin unterschreiben. Dann gibt es einfach mal ein Dernita-Mäppchen, Leute, mit unserem Logo. Zum ersten Mal auch eine Tasse mit unserem Dernita-Logo. Eine Spardose. Und nochmal der Dernita-Rucksack, weil der so krass bei euch eben ankam. So, Leute, der erste, den wir uns hier anschauen, ist tatsächlich Equark. Also auf jeden Fall nochmal ganz wichtig hier nochmal Statement. Ich bin auf jeden Fall cool mit Equark. Also ist alles gut auf jeden Fall, Leute. Genau, ihr seht auf jeden Fall sein Profil. Jeder von euch sollte ihn kennen. 64.000 Vokale, Triple Master. Wirklich geisteskrank. Jeder Brawler auf Rang 35. Außer Eve tatsächlich auch, ne? Soweit ich das weiß. Ja, Equark hat schon so viele Rekorde aufgestellt. Ihr wisst es selbst auf jeden Fall, Leute. Es ist, ja, einer der besten Spieler der Welt. Und wie, ja, lebt er eigentlich privat? Vor kurzem hat Equark tatsächlich ein Interview gegeben mit Uncle Mo und hat dort einige private Sachen beantwortet. Checkt natürlich nochmal das Video ab und ich, ja, sage euch ein paar Sachen daraus, was er zum Beispiel gesagt hat. So sieht Equark übrigens aus, falls ihr es noch nicht wusstet. Außerdem lebt er eben in Frankreich und ist aktuell 23 Jahre alt, Leute. In dem Video hat er auch gesagt, dass er seit 4 Jahren Brawl Stars schon spielt, also schon, ja, so ziemlich seit der Beta. Und er ist, ja, aus einem bestimmten Grund so gut in Brawl Stars. Und ich würde sagen, diesen Grund hören wir uns jetzt mal von ihm selbst an. Also, Freunde, hier kommt die Frage, wie bist du so gut in Brawl Stars geworden? Jetzt hört ihr auch das erste Mal vielleicht Equaks Stimme. Let's go. How did you get so good in Brawl Stars? Also, Freunde, er antwortet natürlich jetzt auf Englisch und ihr seht jetzt hier unten eine Übersetzung. I don't know. I think I'm a trader on all the game, you know. Okay. I play a lot of video game and I love to be good, you know. I hate be bad or not be the best. I try to be the best on all of game, you know. And okay. It's for this, I think. Then I play a lot, you know. So Freunde, hier hat zum Beispiel Equark auch einen privaten Vlog mal aus seinem Leben hochgeladen. Ihr seht ihn hier auf jeden Fall, wie er in einem Hotelzimmer ist und auf ein E-Sports-Turnier geht, denn das macht er natürlich auch sehr häufig. Er ist in einem E-Sports-Team und geht dementsprechend häufiger auf Turniere, auf Brawl Stars-Turniere, wo es um Preisgeld geht. Und hier haben wir das tatsächlich in seinem Vlog gesehen. So, Freunde, hier sehen wir ihn dann auf der Bühne, wie er tatsächlich sich ready macht für das Turnier. Ihr seht schon, ja, die Spieler spielen tatsächlich immer mit einem iPad, was tatsächlich hier connected ist. Ich habe mir jetzt sagen lassen, dass das tatsächlich mit einem LAN-Adapter teilweise gemacht wird. Also, dass die gar nicht manchmal über WLAN spielen, sondern über LAN, um weniger Lags zu haben. Genau, sein E-Sports-Team big auf jeden Fall. Ihr seht hier, wie er sich eben ready macht. Und genau, das kann man auf jeden Fall schon mal zu Equark sagen. Kommen wir auf jeden Fall zu Hyra, Leute. Hyra auf jeden Fall richtiger Ehrenmann. Ihr seht auf seinem Profil auch er. 64.000 Pokale, Triple Master, Freunde. Und auch bei ihm sieht es eben ähnlich aus. Bis auf Eve eigentlich alle Brawler Rang 35. Leute, für mich ist persönlich Hyra auch so ziemlich der beste Brawl Stars Spieler der Welt. Und ja, was ja, macht er eigentlich in seinem Leben so privat? Ich habe sogar mal ein Interview mit Hyra gemacht und natürlich auch schon sehr viel mit ihm gespielt und geredet, Leute. Und ich kann auf jeden Fall über Hyra einiges erzählen. Zum einen lebt er eben in den Niederlanden, Leute. Ja, heißt, und er heißt Eray. Er ist 20 Jahre alt und er spielt seit Dezember 2018 tatsächlich Brawl Stars. Ja, auch bei ihm ist natürlich die Frage gewesen, warum ist er eigentlich so gut in Brawl Stars?
Und da war eben seine Antwort, weil er auch gut in Clash Royale und Clash of Clans schon war und er nie aufgibt und eben der Beste sein will. Und jetzt kommen wir mal zu ein paar Details, die vielleicht noch niemand über ihn wusste. Viele wissen nämlich gar nicht, dass Hyra ein mega sportlicher Typ ist, Leute. Wir sehen ja auf jeden Fall ihn, wie er gerade ja im Schwimmbad ist und gleich etwas richtig Heftiges raushaut. So sieht er nämlich aus. Er kann einfach mal einen Rückwärtssalto, Leute. Er ist eben mit so seinen Freunden im Schwimmbad. Und genau, auf jeden Fall, ihr habt ja eben schon die türkische Flagge gesehen, trotzdem lebt er auf jeden Fall in der Niederlande. Und ja, auch Fußball spielt er extrem gerne. Ihr seht auf jeden Fall hier auch ein Bild eingeblendet, wo er, ja, das ein PSG-Trikot anhat. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das, wie gesagt, ob das sein Lieblingsverein ist oder nicht, aber wir schauen uns auch nochmal an, wie er Fußball spielt. So, Freunde, nämlich hat er auch mal ein Fußballvideo hochgeladen. Auch hier seht ihr auf jeden Fall, Digga, er hat echt sehr, sehr krasse Tricks drauf am Start und haut hier den Lattenschuss raus und Flickflack nochmal dahinterher. Richtig krank, ey. Auf jeden Fall sehr, sehr krank, Leute. Und ja, tatsächlich habe ich auch gehört, dass er mal extrem richtig, richtig krank gut im Fußball war. Auf jeden Fall mega heftig, Leute. Hatte ja mal so eine Fußball-Challenge hochgeladen mit ein paar Kollegen. Genau. Er kriegt einmal den Ball gegen den Kopf. Und genau, Fußball spielen ist ein riesiges Hobby auch von ihm tatsächlich. Außerdem feiert er auch Autos extrem und besitzt einfach mal einen Porsche Panamera, Alter. Geisteskrankes Auto wirklich, auf jeden Fall. Bro, very nice car. Und Leute, wir schauen uns auf jeden Fall auch mal sein Video zu seinem Auto an. So, Freunde, und zwar hat er hier damals eben ein Video zu seinem Auto hochgeladen. Porsche Panamera, sein erstes Auto einfach mal. Junge, das ist ein geisteskrankes erstes Auto. Hier sehen wir ihn auf jeden Fall in seinem Porsche. Wirklich sehr, 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 sehr crazy. Sehr, sehr krasses Auto. Auf jeden Fall mega heftig. Respekt auf jeden Fall. Und Leute, jetzt hören wir uns nochmal Soundcheck an. Oha. So, Freunde, und der nächste Pro ist auf jeden Fall RZM64. Er soll ja auf jeden Fall, oder viele sagen, dass er der beste Mortis-Spieler der Welt ist. Und auch er macht ja YouTube, hat über 700.000 Abos. Wie lebt er eigentlich privat? Über ihn gibt es fast gar nichts, was man tatsächlich rausfinden kann, Leute. Aber ich habe ein richtig krasses geheimes Interview gefunden tatsächlich, wo er offiziell interviewt wurde. Da hat er aber nur ein paar wenige Fragen beantwortet. Zum Beispiel, warum hat er YouTube angefangen? Erstmal, hier seht ihr ein Bild von ihm eingeblendet. Er hat mal ein Face-Reveal auch hochgeladen. Ja, ich würde auch mal schätzen, dass er ungefähr 20 ist. Vielleicht 22, ich weiß es nicht, vielleicht 18, ich kann es leider nicht sagen. Er hat auf jeden Fall YouTube angefangen, hat er im Interview gesagt, weil er unbedingt Mortis-Videos machen wollte. Und das hat er, ja, unter anderem wegen YD, Mali und Zar. Also das sind drei Spieler, vielleicht kennt ihr vor allem YD, ja, die eben mega, mega krass gut auch mit Mortis sind, die coole Videos hochgeladen haben. Daran hat er sich einfach inspiriert. Außerdem hat man in einem Video gesehen, wo er damals 50.000 Vokale erreicht hat, dass er aus Frankreich kommt. Ihr seht nämlich Local FR, also FR steht für France. Also er kommt tatsächlich auch aus Frankreich, genau wie Equark, Leute. Und tatsächlich habe ich auch noch seinen Geburtstag rausgefunden. Und zwar hat er am 10.02. Geburtstag tatsächlich. Leider, leider weiß ich aber absolut gar nichts über seine persönlichen Hobbys, weil er nichts der, ja, in der Art geteilt hat bisher online. Sehr, sehr schade. Aber auf jeden Fall kann ich auch eine Sache noch sagen, und zwar, Mortis ist sein Lieblingsbrawler. So, Freunde, und der nächste ist tatsächlich Lene. Also ihn sollten auch viele kennen. Er war der erste, der 55.000 Vokale jemals erreicht hat und der erste, der Doppelmaster in Powerliga geschafft hat. Also in Solo und in Team. Da war auch weltweit der allererste. Und tatsächlich, ja, sieht es bei ihm auch sehr krass auf dem Account aus. Viele sagen auch, dass er der beste Spieler der Welt ist tatsächlich. Ultra krass. Eve hat da bisher aber scheinbar noch nicht so viel gespielt. Und was kann man über ihn sagen, Leute? Ja, hier seht ihr auf jeden Fall auch ein Bild von ihm eingeblendet. Ja, tatsächlich kommt Lene auch aus der Schweiz scheinbar. Also das wusste ich tatsächlich auch nicht. Also er kann wahrscheinlich sogar Deutsch sprechen. Und genau. Man hat ihn übrigens auch gesehen bei der Brawl Stars WM. Also auch er ist auf jeden Fall E-Sports sehr, sehr engagiert. Ja, ich glaube, er macht mit so am meisten sogar von den ganzen Kandidaten hier in E-Sports. Weil er auch bei der Brawl Stars WM mitgespielt hat für das E-Sports-Team Clash, also AQM. Sollten auf jeden Fall auch, ja, die meisten kennen, denke ich mal. Hier sind ja nochmal das Logo eingeblendet. Dort hat er sogar auch Brawl Stars Mitarbeiter getroffen, nämlich Frank, also den Brawl Stars Chef sozusagen, Danny und Paula. Ihr seht nochmal hier ein Bild zusammen, auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und ja, mega krass auf jeden Fall. Leider habe ich auch über Lene nicht mega viel zusätzlich rausfinden können. Aber ich schätze natürlich, dass auch er ja, E-Sports begeistert ist und natürlich da viel macht.
Leider gab es noch nie ein Interview oder ähnliches mit Lunay, deswegen kann ich leider nicht so viel mehr sagen. Aber Freunde, ich hoffe auf jeden Fall, ihr habt das Video gefeiert. Lasst unbedingt mal ein Like da und auch ein kostenloses Abo auf meinem Kanal. Würde mich sehr freuen. Wir sehen uns und damit ciao, ciao.